Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin Mr. Katafee, euer Let's Play in das Kanälchen. Wie ihr seht, haben wir ein neues Outfit an. Das asynchrone Outfit aus der Spiegelwelt. Das sieht richtig scharf aus. Das sieht richtig scharf aus. Das werden wir jetzt mal eine Weile tragen. Plötzlich haben wir so viele Outfits. Plötzlich kriegen wir so viele Outfits. Erst das Goldene, den goldenen Anzug. Und jetzt, okay, ihr wollt Spaß? Spaß kannst du haben. Heil mich mal. Sei mal mein. Dankeschön. Ey, wichtige Ziele, Wartung sind mir gerade mal richtig egal. Scharfschütze? Aber auch so. Noch jemand? Ja. Dankeschön. Aber nehme ich auch diese Aufgabe fertig? Fuck. Das ist natürlich nicht. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Zum Glück haben wir eine Heilsphäre. Ab durch die Tür. Komm mal klar, Sphäre. Komm mal klar. Jetzt können wir uns endlich dem Primärkandidatenprogramm widmen, was wir eigentlich vorhatten. Halt. Halt. Halt, 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 halt. Was? P6 und P7? Oh, Spiegelprozedur. Das Objekt sollte mit einer versiegelten Kammer mit minimaler Einsicht von außen aufbewahrt werden. Ein ovaler Hängerspiegel. Der Rahmen besteht aus kunstvoll geschmiedetem Messing. Das Objekt spiegelt seine Umgebung nicht korrekt wider. Die Eigenschaften des Objekts sind komplex. Am bemerkenswertesten ist wohl, dass das Glas Einzelpersonen bei Berührung in einen paranatürlichen Raum transportiert. Dieser Raum ist eine ungenaue Spiegelung unserer Realität. Einige Gegenstände der Reflexion sind einfache Spiegelbilder, andere... Und wieder andere tauchen gar nicht jetzt auf. Die Spiegelung deckt ausschließlich einen Bereich im Abstand von... zum Objekt selbst ab. Wenn das Objekt bewegt wird, ändert sich abhängig von der Umgebung auch die Spiegelung. Es wurden Agenten hineingeschickt, um die Spiegelung zu erkunden. Bei den Testobjekten kam es... zu, was mit einer psychosomatischen Reaktion erklärt wurde. Es wird nicht empfohlen, sich dem Spiegel länger über längere Zeit auszusetzen. Okay. Aber spannender ist... Das war einfach nur die... Was? Spiegel... Spiegel-Nachbesprechung! Ach, wie lustig. Cool. Das gefällt mir. After North Moore stepped down, I doubled every effort to find new prime candidates. There was no one. No one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends, and disappointments. Then, P6. Dylan Faden. He fell into our arms. No parents. They're gone. Casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The oldest house will be his home. We'll build him from the ground up. He'll be trained and taken care of. Darling can be in charge of this project. I can't. I'll stay away. I will not fail the boy like I failed my own family. My daughter and my wife. We weren't careful enough back then. Something came home with me. I took work home.
my Susanna got sick. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me. Same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two. P6 and P7. We're spoiled for choice. Sehr, sehr traurige Geschichte. Das tut mir wirklich leid für deinen Verlust. Ernsthaft. Aber wer ist P7? Sind wir P7? Hallo? Redet da jemand? Okay. Was ist mit dem... Also, ich meine, die Gegner sind das eine, aber was ist mit dem Raum? Das finde ich gerade viel spannender, was mit dem Raum ist. Die Gegner sind nur Pack. Schieß, 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 schieß! So, da hinten ist die Sphäre. Geh mal weg. Noch wer? Noch wer? Ah ja. Oh, okay. Hallo! Das wollte ich nicht. Ich wollte sie nicht so besuchen. Tut mir leid. Ich war auf der Durchreise. Nein! Das ist der Mannequin, den ich suche. Steht nur um mich herum. Mal ein bisschen umgucken, wie das neue Gebiet. Abgesehen davon, dass hier überall Leute rumschweben und dieser Raum ein wenig... Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Raum nicht normal ist. Laufe ich? Falle ich hier runter? Hey, Mannequin. God, the only thing creepier than one mannequin is a few dozen of the damn things. Danke, Jesse. Jemand, der mich versteht. Warum? Geh weg. Ah. Ah. Was ist denn überall? Oh. Gott! Wehe, ihr bewegt euch. Alter, wehe, ihr bewegt euch. Wehe, ihr bewegt euch. Bright Falls Zufallsbemerkung. Ja, Ellen! Alice Wake, Mr. Wakes Ehefrau, wurde während einer Behördenermittlung gefunden. Sie wurde befragt, oh, und evaluiert. Sie zeigte Anzeichen eines schweren mentalen Traumas in Form von Gedächtnisverlusts. Sie wurde später an eine behandelnde Institution vermittelt. Es wurde geschlossen, dass sie während der Manifestation im Grenzbereich in selbigen gefangen war. Ja, war sie. Ja, 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 ganz lange. Im Wasser. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Natürlich, darum ging's in Alan Wake. Nennenswerte Einzelpersonen, die nach dem Ereignis in Bright Falls noch immer vermisst werden, sind FBI Special Agent Robert Nightingale und Dr. Emil Hartman, siehe The Creator's Dilemma und die Akte bezüglich des Cauldron Lake Lodge. Behördenforscher glauben, dass das Ergebnis des Ereignisses der starken Wahrnehmung einer subjektiven Realität von Mr. Wake stammend darstellt, die mit unserer eigenen überlappt. Wake wurde als möglicher Paralautarier vermerkt. 2011 erschien in der Roundabout-Presse
ein Buch von Clay Stewart mit dem Titel Die Alan Wake Akten. Agenten befragten Clay Stewart und hegten den Verdacht auf geringfügige Sensibilität. Er wurde bis auf Weiteres unter Beobachtung gestellt. In Cordon Lake wurde eine Überwachungsstation eingerichtet, welche die Behörde über zukünftige Aktivitäten unterrichten soll. Warte. Creators Dilemma und Cordon Lake Lodge. Haben wir das schon? Schrift für Forschung und Aufzeichnung. Hier, vielleicht unter Schriftverkehr. Inoffizielles, unzustellbare Briefe, nee. Sehr cool. Ah, das finde ich so gut. Ah, das ist super. Ah, das freut mich. Ich hatte ganz vergessen, wirklich, dass Alan Wake seine Frau sucht. Das war mir wirklich komplett gerade entfallen. Ich dachte so, war sie wirklich gefangen? Und er so, ja, natürlich. Gleich am Anfang. So, was habe ich jetzt eigentlich in Ausrüstung? Da stand noch was mit Ausrüstung. Ach ja, die Ausrüstung. Hatte ich das gesagt? Das war ein Schildschub, ein verbesserter Schildschub. Das war die Belohnung, die ich gesehen hatte beim Spiegel, als... Fähigkeit... sich gedreht. Die haben sich gedreht. Warum dreht ihr euch um? Die haben sich alle zu mir gedreht. Nein, ich drehe mich nicht mehr um. Nö. Das ist alles gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Warte mal, ich hole mir mal ganz kurz die Quest. So. Wir müssen... Vielleicht ist der unten? Ja, die Mannequins stehen um mich herum. Das ist schlimm genug. Ihr müsst nicht... Ihr müsst nicht auch was zwischen um mich herum stehen. Das Geräusch ist zensiert? Naja, jetzt halt... 18 Content erzählt. Zeit für Applaus. Zeit für Applaus. Oh, die gucken mich schon wieder alle an. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, was ich machen soll mit den Scheißen. Ich traue mich auch einfach... Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich kann mich wirklich fucking nicht konzentrieren bei denen. Kann ich da durch? Nein. Ich muss garantiert den richtigen finden. Vielleicht ist er hier im Shelter gefangen. Vielleicht kann ich mich hier einfach drin verstecken. Wäre das eine Möglichkeit? Nicht so, ne? Na gut, okay. Wir haben halt auch noch keine Informationen über den Mannequin, glaube ich. Hier hinten ist nochmal was. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so weit außerhalb des Raums ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt groß durch Türen schreiten muss, sondern dass das schon etwas innerhalb dieses Komplexes ist. Und nicht durch... I wish things had gone differently in ordinary for us. Diese Türen gehen. Wishing won't change things. Ich glaube, ich muss... Finding the projector will. Bin ich sofort bei dir. Was genau habe ich jetzt gemacht?
Keine bekannte Prozedur hemmt die Eigenschaften des Objekts. Neue Informationen. Die Wände der Zelle des Objekts mit dem kürzlich entdeckten Schwarzstein zu verkleiden hat zu positiven Ergebnissen geführt. Wird mit anderen gewandelten Objekten getestet. Ein Mannequin aus Draht und Stoff. Der Fuß und der Kopf bestehen aus fleckigem Holz. Das Objekt vervielfacht sich. Der Auslöser für dieses Verhalten ist unbekannt. Es konnten weder eine Korrelation bezüglich der Anzahl der Vervielfachung pro Auftreten noch des Zeitraums bis zum erneuten Verschwinden festgestellt werden. Garantiert gab es eine sichtbare, einfache, verständliche Lösung, die ich einfach nicht gesehen habe, weil ich einfach... Wirklich, es war mein... Es ist so nicht meins. So, Primärkandidatenprogramm, das wollen wir machen. Wo müssen wir hin? Da hinten hin? P6, P7? Warte mal. Closed Cases? Ach, nö. Zusammenfassung zu Bright Falls. Heute ist die Alan Wake-Folge und die Mannequin-Folge. Bei einer unbestätigten Manifestation eines Grenzbereichs in Calden Lake, verursachte eine vom Autor Alan Wake verfasste Geschichte eine zeitlich und örtlich begrenzte Anpassung der Realität an das Geschehen der Geschichte. Forschungsleiter Mr. Kirklund wurde am 13. September 2010 von Frank Breaker, einem ehemaligen Agenten der Behörde, über das Auftreten eines Eve in Bright Falls informiert. Breaker erfuhr davon, als Barry Wheeler, den haben wir auch schon kennengelernt da, ihn in Auftrag von Breakers Tochter Sarah kontaktierte, die derzeit Sheriff von Bright Falls ist. Daran erinnere ich mich nicht an Sarah. Zwei Tage später erreichte das Einsatzteam den Standort, kam jedoch zu spät. Das Ereignis war beendet. Die Bevölkerung wurde befragt. Siehe Thomas Zane. Das war der andere Autor. Odin Anderson, Thor Anderson. Das sind die beiden Musiker, die ich meinte, mit den All Gods of Asgard. Mit der Band. Alan Wake wird als Auslöser gesehen. Augenzeugen berichten von einem alten Lichtschalter, einem möglichen Objekt der Macht, der vermisst wird. Wake selbst wurde noch nicht gefunden. Berichten zufolge stürzte er sich in den See, doch trotz längerer Suche wurde kein Leichnam entdeckt. Wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Das war in Alan Wakes American Nightmare. Haben wir ja mitbekommen, was da los ist. Warum er nicht gefunden wurde. Man weiß ja auch nicht, ob er überhaupt rausgekommen ist, ne? Das Ende war nicht ganz so schlüssig. So, mal ein bisschen Spaß haben. I can see you're upset, Meg. Why don't you tell Uncle Mr. Bones what's wrong? I did bad on my clairvoyance test. You can't ace every test, Meg. You see, everyone has different brains. Some brains can talk to each other. We call this ESP. ESP? Some brains can lift objects like a baseball. Talk about a fly ball, eh, Meg? No interruptions! So who cares if you fail your clairvoyance test? Maybe your brain can throw baseballs, or talk to dead people, or make friends blind. Once we know what your brains can do, we'll know what job to give you. And if your brains are just right, you'll get to sit in the big chair. Thank you.
chair. What if I don't want the big chair? Everyone wants the big chair, Hank! That's why we're all here. Use those brains to listen for once, or the only chair you'll get in is the one with straps. Sehr aufbauend. Gerade wenn man bedenkt, dass das gemacht wurde für Kinder, für Dylan, ist das sehr, sehr einladend. Und jetzt haben wir hier noch zwei Räume mit P6 und mit P7. Aber da gucken wir beim nächsten Mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.